Die Bekämpfung von Epidemien, Seuchen und Infektionskrankheiten gehört zu den Hauptaufgaben der Weltgesundheitsorganisation. Ihr großes Ziel ist die Verwirklichung des bestmöglichen Gesundheitsniveaus für alle Menschen. Die Eliminierung der Masern ist eines der definierten Ziele auf dem Weg dorthin. In 2002 wurde das konkrete Ziel der Masernelimination in Europa bis zum Jahr 2010 gesetzt. Dieses wurde jedoch nicht erreicht und auf 2015 verschoben. Doch die Masern sind nach wie vor präsent. Verena ist als Erwachsene an Masern erkrankt. Sie gehört zu der Generation, die Impflücken aufweist. Wie sich eine sogenannte Kinderkrankheit anfühlt, hat sie vor ein paar Jahren am eigenen Leib erlebt. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre eine normale Erkältung. Aber das wird halt von Tag zu Tag eigentlich schlimmer. Ich hatte zugealterte Augen, ich hatte so ein aufgequollenes Gesicht, habe dann auch Flecken dann hier am Hals und am Körper gehabt und dann wurde daraus eine Lungenentzündung. Ich habe mehrere Wochen gebraucht, um wieder gesund zu werden. Doch wie kann man sich überhaupt mit Masern anstecken? Masern sind hoch ansteckend. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion, das heißt beim Niesen oder Husten, über den Luftweg übertragen. Wenn man die Krankheit nicht bereits durchgemacht oder durch eine Impfung immun gegen den Erreger ist, erkrankt man bei Kontakt in nahezu 100% der Fälle. Professor Dr. Rose ist im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Infektiologie und hat selber für die WHO in Genf geforscht. Seine Patientin Theresa gehört zu der betroffenen Zielgruppe, die in den 70er und 80er Jahren nicht oder nur einmalig geimpft wurden. Mittlerweile weiß man aber, dass 2 Impfdosen für einen vollständigen Impfschutz nötig sind. Um sich als Erwachsene vor einer Maserninfektion schützen zu lassen, lässt sie sich heute bei Professor Dr. Rose impfen. Masern sind der Inbegriff, was sich normale Menschen unter einer Kinderkrankheit vorstellen. Und schon der Begriff Kinderkrankheit verharmlost das, worum es eigentlich geht. Denn Masern sind eine lebensgefährliche Infektionskrankheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch die zu vermeidende Erkrankung einen Schaden kriegen, ist viele tausendfach höher als das theoretische Risiko, dass sie durch die Impfung in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind. Doch wie gut sind die Menschen tatsächlich über Masern informiert? Da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Impfe ist, die man einmal bekommt und halt quasi ewig wirkt, oder ob das halt eine ist, die man alle 10 Jahre auffrischen muss. Ich hatte keine Masern, weil ich geimpft bin. Meine Schwester hatte Masern. Ja. Ich bin dagegen geimpft. Ich denke, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, dass man das dann tun soll. Professor Thomas Jelinek ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Reise- und Tropenmedizin Düsseldorf. Er weiß, wie der Status quo im Ausland aussieht. Als Deutschland haben wir international, vor allen Dingen bei Ländern, die die Masern losgeworden sind, einen relativ schlechten Ruf. Wir gelten als Masern-Exportland. Das heißt, wir bringen diese Krankheit in andere Länder. Impfungen sind die effektivste Vorsorgemaßnahme, die wir haben in der Medizin. Die WHO gibt an, dass 1990 noch über 800.000 Kinder gestorben sind an Masern und 2008 waren es dann noch knapp 120.000, 110.000 in dem Bereich, also deutlich weniger. Und das wurde erreicht durch entsprechend konsequente Durchimpfung in vielen Ländern, die vorher keinen oder nur einen sehr unvollständigen Schutz hatten. Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr kann die Ausbreitung von Krankheitserregern verhindert werden.